So, hallo ihr Lieben. Wie versprochen melde ich mich zurück, nachdem ich nun meinen hydrogenbasierten Eisminer habe. Und angeblich hat es hier ganz in der Nähe Eis. Aber es ist nicht offensichtlich. Ah ja, etwas ist noch passiert, während ich das Schiffchen gebaut habe. Ich hatte ja zuvor schon die, sag schnell, die Station entdeckt. Hier, MAI.8724 Service Platform. Und dann kam, der war sie auch noch rot, und dann kam ein Civilian Ship ganz in der Nähe vorbei. Auch in Rot, und dann fiel mir auf, ich sollte kurz ins Menü, in die Factions, und bei allen, wo es möglich war, habe ich Friedensangebote rausgemacht. Jetzt sind nur die Medwards Military und die Space Pirates übrig, die uns gegenüber feindlich gesinnt sind. Hat natürlich ein klein wenig den Nachteil, dass wir jetzt nicht ganz einfach irgendwelche Sachen angreifen dürfen, die hier von den Peaceful Fraktionen sind. So, ich schau mal kurz. Ich habe ja garantiert noch irgendwo einen Bohrer. Corrected Tools. Bohrer. Ach, das war ja schon richtig eingetragen. Gut, auf zum Eis. Und da ist das Eis auch schon. Wie versprochen, Uran haben wir offensichtlich auch ganz in der Nähe. Ah ja, hier, ganz großes Feld. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt tatsächlich mit unserem kleinen Minenschiff ran, hol Eis, so viel geht, und gleich im Anschluss das muss aus sein. Haben wir sonst alles? Kann das Licht noch anschalten? Ja. So, wir haben ganz wenig Treibstoff. Unser Treibstoff ist praktisch das Eis, das wir hier holen müssen. Wo hatte ich es jetzt angebaut? Hier oder auf der anderen Seite? Ja, nochmal kurz raus. Da ist ein Flecken Uran. Ich suche das Eis verflixt. Offensichtlich. Und hier drüben auf der anderen Seite das Eis. Stone, Stone. Okay, Control Panel. Dockport. Auswerfen.
ist das Eis angeblich auch woanders. Ah, nein. Ganz und gar nicht. Connector. Egal, wir haben noch genügend Kraft. Lass uns dort reinbohren. Haben wir etwas. Ah, ja! Endlich! Wir haben es zurück. So, und wo ist der Connector hier? Dockport? Den ganzen nutzlosen Stein rauswerfen. So. Also es war ja so eine glückliche Landung. Dass ich sowohl Uran als auch Eis, die beiden Sachen, von denen ich definitiv am wenigsten habe, hier gleich zur Verfügung stellen. Man schaue sich das an. Alles gut versteckt hier. Dokument. Man muss aufpassen. Da schlägt da eine. Ja, die Tatsache, dass wir da so eine große Station von Befreundeten ganz in der Nähe haben, ist für uns natürlich ideal. Damage is done by player. General crash. Object reference not sensed to an instance of an object. Was ist jetzt passiert? Ja, mal kurz sicherheitshalber nachsehen. Ob wir hier irgendwas am Schiff beschädigt haben. Eigentlich sieht alles gut aus. Der da, beziehungsweise der auf der anderen Seite, war ein bisschen in Gefahr, schaut aber alles gut aus. Das Einzige, was ist, dass ich hier vielleicht Schäden verursacht habe, da ich direkt über unserem Eisfeld gebaut habe. Das konnte ich ja nicht ahnen, dass da eines ist.
Was allerdings auch die Frage aufwirft, eigentlich habe ich einen großen. Großen Ohrdetektor an der Gans, das hätte der Hacker das Eis sofort finden müssen, hat es aber irgendwie nicht getan. So, warte mal, wir haben eine ziemlich hohe Fracht jetzt. Das nutze ich mal aus und docke vorsichtig, damit wir nicht in die Felsen rutschen, die wir da rauswerfen. Dann docke ich mal gleich wieder an, sobald die Ladung raus ist. Warte mal, mach mal die Hydrogentriebwerke aus und schmeiß mal kontinuierlich alles raus. So, dann kann ich zumindest eine Ladung mal abliefern. Kann dann noch mal etwas abgreifen. Ich merke, das Schiff ist schwerer geworden. Vorsichtig sein mit dem Geschütz. So, verbinden. Dann ziehen Sie sich jetzt die Oxygen Generators vom Ducky, das Ganze alles automatisch und wir haben da weniger ein Problem mit. So, aber du sollst es nicht hier rausziehen. Wir haben noch 100%, was? Oh, füllst du jetzt, während wir da angedockt sind, die Dings auf? Das ist keine gute Sache. Was aber eine gute Sache ist, ist, dass es sich nicht alles nicht automatisch zieht. Ich glaube, wir hatten 5 Oxygen Generators. Das heißt, die können das jetzt alle. Ah, ich hatte sie ausgeschaltet, deshalb macht das nicht automatisch. Gut. Und dann docke ich wieder ab. Jetzt können wir hier schnell das Eis noch übertragen. Dann sind wir hier auch wieder gut ausgestattet. Jetzt geht's ans Uran. Da scheint es auch noch Eis zu haben. Dann sorgen wir uns erstmal das Uran an der Oberfläche. Aber ich vermute, dass unter der Oberfläche dann auch nochmal was zu finden ist.
Ich glaube, das war schon mit dem Uran hier. Das ist schon mal ein bisschen was. Was hier, wo das Eis genau war, da oben hatte ich doch noch welches gesehen. Alles so unübersichtlich. Ah, genau, auf der anderen Seite drüben. Keines zu sehen. Ah! Das getäuscht. Und das ist einfach nur dunkel. Das sieht aus wie Eis, nicht wie Uran. Das ist ja alles durcheinander irgendwie. Ja, da zeigt das auch Eis. Stein rauswerfen. Jetzt habe ich natürlich mehr aufgenommen. Aber es kommt auch Uran dabei raus. Auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite ist natürlich eine etwas langsame Tätigkeit. Ja, ich hätte vielleicht ein Dings mit rein konstruieren sollen. Einen, Wegweiser. So. Zeigt er hier Eis und Eisen an? Kein Uran mehr? Dann haben wir wohl jetzt wirklich alles abgebaut. Eis ist da unten. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es plötzlich wieder irgendwo auftaucht. Es ist heute so seltsam. Okay, wir sind verbunden. Control Panel. Guns Refinery. Wieso ist die Refinery nicht richtig benannt?
Inventory. Hat sich schon einen guten Teil des Urans gezogen. Wandert direkt in den Generator. Small Reactor und ich denke mal, er läuft. Ja. Ja, ein schöner Anblick, wegen dem ich eigentlich auch hier geparkt habe. Zivil, Eisvogel. Klingt ja interessant. Ja, dadurch, dass wir hier so viel... Oh, warte. Das ist auch so ein Phänomen. Durch diesen Azimuth Open Cockpit kriege ich immer kurze Lungenprobleme, weil sobald ich drin sitze, macht er das Visier auf. Wenn ich aufstehe, macht das Visier runter, aber ich kriege einen kurzen Gesundheitsschaden. Außerdem muss ich noch aufpassen wegen den Triebwerken, die ja auch wehtun. Plattform, Eisvogel, Eisen. Zeigst du mir hier noch was anderes an? Nee, nur Eis und Eisen. Dann würde ich sagen, baue ich noch mehr Eis ab, aber dann verschwinden wir. Ich frage mich nur gerade. Zuerst mit dem Wormtank? Oder gleich mit beiden? Scheint mir nicht so, als ob der kleine Asteroid hier noch viel mehr zu bieten hätte. Sobald wir das Eis abgebaut haben, müsste eigentlich gut sein. Zeigt die ganze Zeit noch die anderen Sachen an, weil wir mit der Antenne verbunden sind. Aber sonst scheint da hier definitiv nichts mehr zu finden. Also das hier muss ich nicht wirklich wegwerfen. Seite. Wie ist Cockpit verkehrt rum eingebaut?
Aktuell sind wir nicht so gesegnet mit Rohstoffen. Vor allem nicht für Batterien. Hier ist er dran, oder? Ja. Nicht drüber. Locked. Sehr schön. Jetzt kurz raus. Und das Landing Gear von dem hier anlocken. Und weg. Das habe ich mir so gedacht. Schon wieder. Moment. Landing Gear. Anlocken gleich ausschalten. So, jetzt habe ich es. Jetzt muss ich mal wieder raus. Um ihm zu sagen, dass es wieder anschalten soll. Können wir uns hier erstmal vorsichtig drehen, ein bisschen hoch, vielleicht gerade so. So, es sitzt dran. Dann locke ich unseres ab. Sehr schön. Dann kann ich den mitnehmen, wohin auch immer wir als nächstes gehen. Und hier schnell die paar Dings noch wegmachen und dann kann man hier in Ruhe das Eis abbauen. Wie das aussieht. So, du bewegst dich da etwas mit etwas Trägheit. Das gefällt mir nicht. Stört mich ein bisschen, dass wir nicht mehr Uran gefunden haben. Aber man kann nicht alles haben, immerhin etwas. Also 15 Kilo, oder 5, ja doch, Kilo sind es, glaube ich. 15 Kilo müsste es ungefähr geben. Und man müsste meinen, so viel verdreht. Die ganz nicht. Wobei im Augenblick versorgt es natürlich eine Raffinerie, Assembler 5. Eis-Elektrolyse-Dinger. Das ist schon ein bisschen was. Ich frage mich gerade immer noch, ob ich mit dem Mormtang jetzt am besten alleine auf Tour gehe
Ja, ich glaube, das ist das Beste. Dann mache ich das gleich. Dann lasse ich hier noch etwas Eis übrig. Dann kann ich auf dem Rückweg das Eis wieder verwenden. So, schnell warten, bis die Dinger raus sind. Sind sie jetzt? Und dann schauen wir uns mal nach einer anderen schönen Asteroiden um. Der da bettelt ja geradezu nach uns. Oh, stopp, aus, zurück. Wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen. GPS, New from current position. Ganz. Jetzt können wir. Und dann schön langsam dorthin. Und dann noch einen Donut und da noch einen einfachen. Kartografieren wir mal alles ein bisschen. Wichtig wäre noch mehr Uran zu finden. Und das war eine sehr geringe Menge. Die Tatsache, dass wir keine Ionentriebwerke bauen können aktuell, ist ziemlich ungünstig für uns oder für mich. Dann könnten wir das machen. Dann könnte ich jetzt anfangen, eine interessantere Lösung anzustreben mit automatisierten Minendrohnen. Aber die mit Wasserstoff zu betreiben ist, ja, das kann der Skript nicht, den ich habe, den ich aber auch noch nicht ausgetestet habe, muss ich dazu sagen. Weil da man da ständig auf den Eispegel im Flugzeug achten muss und dann eben auch Eis auffüllen muss. So. Das Ganze wird größer. Ich frage mich, was da noch für ein Planet hinter dem Alien-Planeten ist. Was ich natürlich auch nicht will, ist Gefahr zu laufen, wieder in den. Wieso um Himmels Willen habe ich Alsi? Braucht man nicht mehr anzuzeigen. Ne, Kobalt da unten auch nicht. So, wir kommen der Sache näher. Trägheitsdämpfer an. Triebwerke an. Ich sehe Kobalt. Eisen natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Eins.
noch mehr Eis, doch kein Kobalt. Das Eis war nur blau von Vitamac. Also GPS. Eisen. Oh, was ist jetzt passiert? Eisen. Eis. Sonst nichts. Und wir sind von der ganz 10 Kilometer entfernt. In der Richtung ein. Da wäre einer. Das wäre zu nah am Planeten. Schauen wir mal nach dem da. Ja, das ist der langweiligste Teil, wenn man sich im All etabliert. Das Kartografieren, selbst das eigentliche Bohren ist spannender, weil da hat man wenigstens aktiv was zu tun, während man hier oft einfach mal das Schiff in eine Richtung zeigt, Gas gibt und dann aufs Beste hofft. Immerhin hat Warmtank auch eine Batterieladung von 10 Stunden. Das reicht schon eine Weile. Ich dachte doch gerade ein bisschen verbrauchter. Das sind die Triebwerke an. Macht es eigentlich einen großen Unterschied, wenn ich die Lichter ausmache? Naja, die verbrauchen so wenig, das macht auf die Akkulaufzeit nichts aus. Ja, da war jetzt noch das andere Donut. Ja, das scheint auch so etwa 10 Kilometer davon entfernt zu sein. Ah, hat zwei Donuts am Rand. Können wir dann als nächstes anfliegen? Ja, die Tatsache, dass ich mit Aussicht auf dem Planeten gebaut habe, ist mir später aufgefallen, war eigentlich eine ziemlich dumme Idee. Und zwar, wenn der Planet so einen großen Teil des Himmels bedeckt, dann bedeutet das neben einer schönen Aussicht auch, dass es ewig lang im Dunkeln liegt, weil es ja dann im Schatten von dem Planeten ist. So, der hat auf jeden Fall auch mal Rohstoffe, das ist schon mal nicht schlecht. Natürlich die große Frage, hat er den alles entscheidenden, den wirklich wichtigen, den ganz famosen Uran? Oh komm, du schaffst das. Ich vermute, wir sind auf 1 Kilometer ran. Werfen wir mal den Anker.
Please come, nicht so gut. So, Anker Nummer 2. Da auf der Unterseite sehe ich Eis. Hier hat es Eisen. Ich sollte vielleicht von der anderen Seite in diese Höhle hineinfliegen. Was ich hier jetzt nicht unbedingt sehe, ist irgendwas anderes. Na, kann ich mir das sparen, weil... Oh, das ist doch auch mal was. Gold, Eisen. Eis. Und sonst nichts. Die Höhle hat aber dadurch, dass der eine Eingang zur Höhle so... Oh, wir waren doch jetzt 14 Kilometer davon entfernt. Das heißt, ich sollte schauen, dass ich den nächsten Asteroiden vielleicht mehr in der Richtung suche. Schauen wir mal nach diesem hier. Diesmal gebe ich etwas mehr Gas. Der da ist mir ein bisschen zu nah am Planeten. Okay, es wird eine längere Tour. Und ich entferne mich noch weiter von der Gans. Naja. Wird ein langer Rückweg. Ich glaube, ich erspare euch jetzt noch mehr davon. Ihr werdet dann in der nächsten Folge das Ergebnis dieser Kartografietour erklärt bekommen von mir und bis dahin sehen wir uns wieder. Erst wieder. Bis dann und tschüss.